Wachschutzraum an der Haupteinfahrt der Ölraffinerie von Baton Rouge, Louisiana. 2 Stunden nach Mitternacht. Was denn? Um die Zeit? In Ordnung, Mr. Grayson. Natürlich, Mr. Grayson. Ja, ja. Danke, Mr. Grayson. Auf Wiederhören. Verdammte Scheiße. Was ist los? Hast du doch gehört. Wir kriegen Besuch. Jetzt? Ja, jetzt. Ein Truck aus New Orleans. Ah, wozu das denn? Sonderfahrt. Tor aufmachen, reinlassen, Tor wieder zumachen. Mehr hat Grayson nicht gesagt. Hey, Kind, hörst du das? Was? Na, die Trommeln, Mann. Ich höre nichts. Klar hörst du's. Schätze, das kommt von Süden, aus den Sümpfen. Voodoo-Trommel. Woher will ein weißes Arschloch wie du wissen, ob das Voodoo-Trommeln sind? Jeder Schlag ein eigener Ton. Damit werden die Toten aufgeweckt. Red kein Mist, Ralphie. Mein Opa hat von so einer Sache erzählt, die neulich auf einer Insel im Mississippi passiert sein soll. Eine Zombie-Beschwörung. Du hast gesagt, dein Opa ist seit 50 Jahren tot. Und auf den Inseln draußen im Meer soll's noch schlimmer sein. Toten feiern. Mit Zombie-Priestern und Todsprecherinnen, die dir mit einem Wort das Herz stehen lassen können. Zombies, Bullshit. Hast du noch nie von Voodoo Land gehört? Weißt du, was ich mit einem Zombie machen würde? Ich blas ihm den Schädel weg. Bam, bam. Hey, steck die Knarre weg. Da hinten kommt unser Besuch. Da bin ich ja mal gespannt, was... Hey, hör mal. Was? Jetzt haben sie aufgehört. Die Trommel. Ist doch ein gutes Zeichen. Nee, das heißt bloß, dass der Zauber vollbracht ist. Die Toten leben. Halt die Klappe und komm mit. Umso schneller haben wir es hinter uns. Abend, Leute. So spät noch unterwegs? Anscheinend ist er taub da drin. Aussteigen, Kumpel. Wir müssen deine Papiere checken. Hey, Flint. Da stimmt was nicht. Die Trommel. Quatsch. Der Typ ist bloß am Steuer eingepennt. Hey, Kumpel, hast du Boden in den Ohren oder was ist los? Hä? Was ist? Keiner drin. Was? Spinnst du? Na, guck doch selber. Keiner drin. Ja. Vielleicht ist er gerade nach hinten gegangen. Lass mich mal durch. Ich guck hier vorne, du gehst nach hinten. Geht klar. Ralph Hopkins zwängte sich am Steuer vorbei und schob die Gardine zur Seite, die das Führerhaus vom Schlafbereich des Trucks abtrennte. Ein kleiner Schrank, ein paar schmutzige Decken, die übereinander geschlagen waren. Könnte der auch mal wieder. Blick des Wachmanns sog sich an den feuchten Flecken auf der Decke fest. Er hob die Decke an. Scheiße. Die Kehle des Fahrers war aufgerissen. Verdammt. Hey, hören Sie mich? Ist da jemand? Hallo? Ist da jemand? Clint Eric näherte sich der Rückseite des Tankwagens. Hallo? Ralph? Ralph? Alles okay bei dir? Scheiße, was soll der Mist? Kommen Sie raus. Aber ganz langsam. Eine Gestalt löste sich aus dem Schatten des Tankwagens. Sie war in Lumpen gehüllt. Alte, halb zerfetzte Armeekleidung. Die Augen des Mannes waren verdreht, sodass nur das Weiße zu sehen war. Sir? Alles in Ordnung? Bleiben Sie stehen! Und da waren noch mehr. Stopp! Oder ich schieße! Hört ihr nicht, was ich sage? Oh Gott! Scheiße! Was gibt's da nicht? Sekonsignikte. Wer sind Sie? Der Schwarze war wie aus dem Nichts hinter Eric aufgetaucht. Er trug nichts außer einer schwarzen Hose und einem ebenso schwarzen Zylinder. Der Oberkörper war von Muskelpaketen überwuchert. Mein Name ist Barnabas. Sind das Ihre Leute? Jetzt schon. Was wollen Sie hier? Schöne Grüße von der Voodoo-Königin Rhonda LaSalle. Der kleine, eiförmige Gegenstand rollte unter den Tankwagen und Eric begriff, dass ihm nur Sekunden blieben.
Eric stieß die Tür des Wachhäuschens auf und warf sich auf den Boden. Clint Eric hob den Kopf. In der Einfahrt stand der Truck, was davon übrig war. Flammen schlugen aus dem zerfetzten Tank und aus dem Führerhäuschen. Ralphie! Verdammt! Von dem breitschultrigen Schwarzen und seinen zerlumpten Helfern keine Spur. Stirb, du verdammtes Mistvieh! Die Kugeln hatten den Schädel förmlich zerfetzt. Damit habt ihr nicht gerechnet! Ihr beschissenen Wichser, wie? Der Tritt schleuderte den Leichnam herum und ein metallener Gegenstand löste sich aus seinen Lumpen. Eiförmig. Scheiße. Sie lauern in den Schatten, in den Tiefen der Finsternis, nähren sich von unserem Blut, unserer Angst, gieren nach unseren Seelen. Doch es gibt einen Mann, der sie aufhalten kann. Er wacht über unsere Welt und stellt sich dem Kampf mit den Kreaturen der Hölle. Unsere letzte Hoffnung. Er ist der Geisterjäger. John Sinclair. Am Ortseingang von Ticehurst, Cornwall, Südengland. Guten Abend, Madam. Wie komme ich zum See? Sie wollen zur Klosterruine? Natürlich nur, wenn Sie nichts dagegen haben. Na ja, Sie wären nicht der Erste. Immer geradeaus, dann zweimal rechts und einmal links. Am See müssen Sie parken. Zur Ruine kommen Sie nur zu Fuß. Danke. Ach, sagen Sie, wer war denn der Erste? Das waren Soldaten. Aha. Und sind die immer noch da oben oder schon wieder weg? Aber mein Junge, wer zur Ruine rauffährt, kommt niemals wieder zurück. Aha. Tja, haben Sie vielen Dank, Madam. Auf Wiedersehen und einen schönen Abend noch. Ja, gern geschehen. Tja, das war ja eine reizende Begrüßung in dieser Postkartenidylle namens Ticehurst, in die mich mein Chef Sir James heute Nachmittag geschickt hatte. Mit dem Hinweis, dass in der Klosterruine außerhalb der Ortschaft etwas Merkwürdiges vor sich gehe. Konkreter konnte er nicht werden, da wir nur einen anonymen Hinweis bekommen hatten auf einen Vampir. In jeder anderen Abteilung von Scotland Yard hätte man wahrscheinlich lachend abgewunken. Ich hingegen war auf solche Fälle spezialisiert und schon ganz anderen Wesen begegnet als einem gewöhnlichen Blutsauger. Aus diesem Grund hatte ich auch auf Sukos Begleitung verzichtet. Er sollte seinen Feierabend genießen. Ich konnte ja nicht ahnen, was mich in der Ruine erwartete. Inzwischen war es dunkel geworden. Der Weg zum Kloster führte am See entlang und war von Brombeersträuchern überwuchert. Das hölzerne Tor war zerfallen. Ich betrat den Innenhof und in den Nischen des Kreuzganges schienen die Schatten zu leben. Am Ende des Innenhofes befand sich eine Kapelle. Guten Abend. Jemand zu Hause? Vermoderte Holzbänke. Durch ein Loch in der Decke fiel ein letzter Streifen Dämmerlicht. Im Mittelgang, auf von Moos überwucherten Steinplatten, suchten Spinnen eilig das Weite. Fußabdrücke. Hallo? Die erste Bankreihe. Fast hätte ich den Schatten übersehen. Ein Mann. Sir. Er lag auf dem Bauch. Sir, hören Sie mich. Er war tot. Und stark verwest, ein Einschussloch knapp über den Augen. Ich betrachtete die Kleidung.
eine Armeeuniform. Oh nein. Aber ihn konnte die Dame von vorhin wohl kaum gemeint haben. Vor der Bankreihe lag eine weitere Leiche. Und hinter dem Altar noch mehr. Abgerissene Uniformen, verweste Körper. Und jeder besaß mindestens ein Einschussloch im Schädel. Sie kamen auf mich zu und sie sahen genauso aus wie die Leichen um mich herum. Zombies. Das Einzige, was fehlte, war das Einschussloch in der Stirn. Kann man ja ändern. Der zweite Zombie war zu nah. Sein Schlag fegte mir die Berette aus der Hand. Aber ich hatte ja noch das Kreuz. Kompliment, Mr. Sinclair. Der Ruf, der Ihnen vorauseilt, ist offenbar gerechtfertigt. Was ist das für eine Munition? Wer sind Sie? Keinen Schritt weiter. Wer sagt mir, dass Sie nicht zu denen gehören? Ich finde, ich sehe entschieden besser aus. Colonel Ronald Maynard von der Armee. Ich wurde beauftragt, Sie zu überprüfen. Ach, wirklich? Ob Sie dem Auftrag gewachsen sind, der vor Ihnen liegt. Welchem Auftrag? Sir, erklären Sie es ihm? Nehmen Sie die Waffe runter, John. Sir James? Es tut mir leid, John, aber ich konnte nichts tun. Die ganze Angelegenheit ist top secret. Und Colonel Maynard ist erst nach Ihrer Abreise mit den Details bei mir aufgetaucht. Vampire, hä? Es war wichtig zu sehen, wie Sie auf eine unvorhergesehene Bedrohung reagieren. Sagen Sie mir einfach, worum es geht. Haben Sie schon mal etwas von der Division gehört? Division? Spannen Sie ihn nicht auf die Folter, Colonel. Ex-Militärs und Ex-Geheimdienstmitarbeiter, sowohl Amerikaner als auch Europäer. Selbst China und einige afrikanische Staaten sind involviert. Ha. Die Division besteht aus hochprofessionellen und hochengagierten Männern und Frauen, die global vernetzt sind und für jedes noch so komplizierte Problem die passende Lösung anbieten. Klingt, als sollte ich da mal meine Weihnachtsgeschenke bestellen. Die Division hat eine besondere Aufgabe. Wie Sie wissen, waren unsere Einsätze im Irak und in Afghanistan... Ein Fiasko? Schon! Komplex. Komplex. In beiden Ländern wurden Operationen durchgeführt, bei denen es sich im Nachhinein als problematisch herausgestellt hat, dass sie an die Öffentlichkeit gelangt sind. Schön formuliert. Aus diesem Grund wurde die Division geschaffen. Als Lösung für Probleme, mit denen unsere westlichen Demokratien überfordert sind. Oh. Mit Verlaub, Colonel. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist das, wovon Sie sprechen, nichts anderes als Hochverrat. Die Division war sehr erfolgreich. Aber ja, es gibt einen schwachen Punkt. Was ist, wenn sie selbst zum Problem wird? Wie es aussieht, ist genau das passiert. Zuverlässige Mitarbeiter der Division sind verschwunden. Und als sie wieder auftauchten, hatten sie sich in das hier verwandelt. Mhm. Verstehe. Von wie vielen möglichen Zombies sprechen wir? Hunderte. Oh. Vielleicht Tausende. Großer Gott. Wo? Alles spricht dafür, dass sie gesteuert werden, um die Infrastruktur ihrer ehemaligen Auftraggeber zu sabotieren. Mhm. Erst vor wenigen Stunden wurde eine Raffinerie in der Nähe von New Orleans förmlich in die Luft gesprengt. Gesteuert? Von wem? Wahrscheinlich von Louisiana aus. Genauer gesagt aus New Orleans. Sagt Ihnen der Name Damien Cargill etwas? Nicht, dass ich wüsste. Dann wird es Zeit, dass sich das ändert. Eine Markthalle unweit des Port Nola, Lower Garden District, New Orleans, Louisiana. Hey, Peaches! Schaff die Kisten hier rüber! Verplötzlich! Der Mann, der sich den Namen Fred Diamond gegeben hatte, saß auf einer Bank vor einem Melonenstapel und beobachtete das Treiben zwischen den Ständen der Großhändler. Die Melonen nach hinten ins Lager! Verkäufer schrien durcheinander. Ja, Mr. Smithers. Helfer schleppten Kisten, immer auf der Hut vor den Gabelstaplern, die die Gänge entlang fuhren. Auf, Peaches! Bisschen Beeilung! Ja, Mr. Smithers. Diamond wartete auf seinen Informanten. Normalerweise war Georgie immer pünktlich. Aber was war in Zeiten wie diesen schon normal? Peaches! Ja, Mr. Smithers!
Hey, pass doch auf, Junge! Entschuldigung, Sir. So ein Mist! Frustriert schleuderte der Junge die leere Kiste in den Melonenstapel. Oh nein! Peaches! Jetzt haben wir den Salat. Peaches, bist du nicht ganz dicht oder was? Das ist frische Ware. Tut mir leid, Mr. Smithers. Tut mir leid. Das ist... Die Dinger sind komplett hinüber. Dafür schuldest du mir 300. Aber... Halten Sie die Klappe. Wer bist du denn, du Vogel? Das sind meine Melonen und ich will... Ich hab gesagt, Klappe halten. Hey, wo? Ja. Ist das eine echte Knarre? Keine gut, Sorge, Mann. Kleine, euch passiert nichts. Schicht für Schicht räumte Fred Diamond die Melonen zur Seite. Was machen Sie denn da? Und schließlich ragte das, was er zunächst nur schattenhaft dazwischen erkannt hatte, deutlich aus dem Stapel. Fuck. Ach du Scheiße. Ist das mal was? Was ist das denn? Eine Hand. Wem gehört die denn? Josie. Wir müssen die Polizei rufen. Und was ist mit meinen Melonen? Nein, keine Polizei. Aber... Hier, nehmen Sie das. Für mich? Für die Melonen. Ja, danke. Und rufen Sie in einer Stunde die Polizei. Klar? Geht klar. Aber... Wiedersehen. Was mache ich jetzt mit den Melonen? Wir können sie doch wegschmeißen, Mr. Smithers. Die sind ja bezahlt. Bist du verrückt, Peaches? Die sehen doch alle noch gut aus. Fred Diamond beschleunigte seine Schritte und blickte sich verstohlen um. Er war sicher, dass er beobachtet wurde. Jemand hatte von dem Treffen mit Georgie gewusst. Jemand aus der Division. Und Georgie hatte für den Verrat mit seinem Leben bezahlt. Diamond erreichte den Ausgang. Nach links ging es auf die Straße, wo der freie Markt begann. Obststände und Garküchen reihten sich aneinander. Das Geschrei der Händler war nicht mehr als ein Rauschen in Diamonds Ohren. Er wandte sich nach rechts, in die zweite Lagerhalle, und zwängte sich an zwei Gabelstaplern vorbei in einen Quergang. Niemand zu sehen. Diamond hatte das Ende des Ganges fast erreicht, als der Gabelstapler vor ihm auftauchte. Auf dem Sitz saß ein Schwarzer, die Baseballmütze tief ins Gesicht gezogen. Oh, Scheiße. Fred Diamond hechtete unter den Gabeln hindurch und warf sich zur Seite in einen Gang. Eine Sackgasse. Links und rechts Hochregale voller Metallkisten. Kartoffeln, Tomaten, Kohlköpfe. Der Gabelstapler kam näher. Dutzende Melonen prasselten in Diamonds Nacken. Der unheimliche Verfolger sprang vom Gabelstapler. In der Hand hielt er etwas Schwarzes, von dem er einen schimmernden Metallring abzog. Mit schönen Grüßen von Barnabas. Eine Handgranate. Diamond blickte sich um. Die leeren Metallkisten. Diamond hatte das Gefühl, von einem Dampfhammer getroffen zu werden. Der Aufprall brach ihm fast das Rückgrat. Aber die Kiste hielt. Barnabas will ich tot sehen. Der Killer war von dem Angriff überrascht worden und zauberte eine Klinge aus dem Ärmel. Diamond trat sie ihm aus der Hand. Diamond drehte den Killer auf den Rücken und tastete ihn blitzschnell ab. Keine weiteren Waffen. Wer hat dich geschickt? Wer ist Barnabas? Er wird mich töten. Im Augenblick, mein Lieber, bin ich dein größtes Problem. Wer ist die Voodoo Queen? Arbeitet Barnabas für Sie? Wo finde ich ihn? In der Stadt der Toten. Auf einem der Friedhöfe? Wo genau? Und im Museum. Was ist daran so witzig? Du kannst nicht gewinnen. Eine Bewegung im Augenwinkel. Ein Schwarzer mit nacktem Oberkörper. Diamond riss den Killer herum. Die Kugeln durchlöcherten ihn geradezu. Diamond ließ sich zurück in die Metallkiste fallen. Was ist denn das da für eine Scheiße? Vax, guck mal, da! Ich glaube, der ist tot. Da ist noch einer! Sir? Geht's Ihnen gut? Geht so. Was ist passiert? Hey, Sir, sollen wir vielleicht einen Arzt rufen? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und die Polizei? Nein, 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 keine Polizei. Habt ihr vielleicht jemanden weglaufen sehen? So ein Typ mit nacktem Oberkörper. Und nimm Zylinder auf dem Kopf. Was? Zylinder? Was? Sollen wir nicht doch lieber die Polizei rufen? Schon gut, Jungs, schon gut. Das ist für euch. Oh, das ist aber nett. Wir sehen uns. Ja, bis dann. Bis dann.
New Orleans. 11 Stunden nach dem Treffen mit Colonel Maynard empfing uns die Metropole am Mississippi mit drückend heißer Sommerluft. Die Klimaanlagen des Hilton Riverside Hotel, in dem Sir James 2 Zimmer reserviert hatte, retteten uns das Leben. Colonel Maynard hatte sich dagegen gesträubt, dass Zuko eingeweiht wurde, aber ich hatte es zur Bedingung für meine Unterstützung gemacht. Unterstützung wobei? Der Colonel hatte nur die Aufgabe gehabt, den Kontakt zum Yard herzustellen. Über die Einzelheiten des Falles sollten wir vor Ort informiert werden. Von einem Mann namens Fred Diamond, mit dem wir um 11 in der Lobby des Hilton verabredet waren. Das war in einer halben Stunde. Ich nutzte die Zeit für eine Dusche. Der kalte Strahl erfrischte meine Lebensgeister und langsam begannen meine grauen Zellen wieder zu arbeiten. New Orleans, Zombies, Voodoo. Ich kannte die Mythen, die sich um diese finstere Magie ranken, die ihren Ursprung in Westafrika hatte und sich dank der Sklaverei auch in den USA, besonders in Haiti, ausgebreitet hatte. Aber auch hier in Louisiana war Voodoo noch lebendig, obwohl seine Königin, die Voodoo-Queen Marie Laveau, seit über 100 Jahren tot war. Angeblich hatte sie damals auf den riesigen Friedhöfen von New Orleans, die man auch Cities of the Dead nannte, die geheimen Totenrituale ausgeführt. Aber wo bestand die Verbindung zu den heutigen Zombies und zu Damien Cargill, dem Phantom, das sie nach den Worten von Colonel Maynard führte? Über Cargill war nichts bekannt, nur dass er selbst früher bei den amerikanischen Marines gekämpft hatte und bei einem Einsatz im Irak ums Leben gekommen war. War er nun mit Hilfe des Voodoo-Kults zurückgekehrt? Als Zombie? Die Frage war in jedem Fall, wie sich unsere Auftraggeber unseren Auftrag vorstellten. Zuko und ich als 2-Mann-Team im Kampf gegen eine Zombie-Armee, von der wir nicht einmal wussten, wo sie als nächstes zuschlagen würde? Ich war jedenfalls gespannt auf die Informationen, die uns erwarteten. Ich trocknete mich ab und ging zum Bett, auf dem ich meinen Koffer abgelegt hatte. Auf dem Koffer lag eine Puppe. Sie war höchstens faustgroß, aber durch ihren Hals war ein langer, rostiger Nagel getrieben. Ich griff nach meinem Schulterholster. Das Zimmer war leer, die Tür nicht gewaltsam geöffnet worden. Ich betrachtete die Puppe, wollte nach ihr greifen und zuckte im letzten Moment zurück. Die Spitze des Nagels glänzte feucht. Ein Kontaktgift? Zuko. Zukos Zimmer befand sich direkt nebenan. Zuko? Ich bin's. Zuko! Zuko! Verdammter Mist. Zuko! Er lag auf dem Bett, in der Hand eine Puppe und an seinem Daumen glänzte ein Blutstropfen. Zuko, hörst du mich? Kein Puls, kein Atem. Seine Pupillen waren grotesk nach oben verdreht und das Weiß der Augäpfel nach vorn gekehrt. Scheiße. Ich wollte es nicht glauben, das Offensichtliche nicht wahrhaben, aber all meine Versuche, seinen Kreislauf wieder in Gang zu bringen, kamen zu spät. Verdammt nochmal, was ist denn? Fred Diamond hier. Wir waren verabredet in der Lobby. Was? Ach ja, der Plan wurde geändert. Kommen Sie hoch. Ich bin in Zimmer 412. Ich dachte... Kommen Sie einfach. Diamond. Was ist passiert? Oh, ist das Ihr Kollege? Ja. Jemand hat sich ins Zimmer geschlichen. Die Puppe. Ich hatte auch so ein Ding auf dem Bett. Ich muss den Yard informieren. Warten Sie. Was? Verdammt. Kennen Sie diese Puppen? Ich kenne vor allem das Gift. Aha. Haben Sie Atmung und Puls kontrolliert? Ich bin kein Amateur, Mr. Diamond. Verstehe. Aber ich würde gerne etwas ausprobieren. Was? Er zog ein Messer und entblößte Zukos linken Fuß. Die Spitze der Klinge stach in den Zeh. Zukos Bein zuckte und ein Adrenalinstoß flutete meinen Körper. Was bedeutet das? So leicht stirbt man hier am Mississippi nicht. Ihr Freund liegt in einer Art Koma. Er ist zu einem Zombie geworden. Was? Nicht das, was Sie vielleicht unter dem Begriff verstehen. Aha. Aber um das zu erklären, muss ich etwas weiter ausholen. Nur zu. In den letzten Jahren hat der Voodoo-Kult in Louisiana und angrenzenden Staaten neuen Zuspruch erfahren. Aha. Vor allem hier in New Orleans. An jedem Abend finden an verborgenen Plätzen die verbotenen Totenrituale der Voodoo-Diener statt. Ah.
Dabei wird Opfern ein Gift verabreicht, das sie in diese Starre fallen lässt. Hm. Irgendwann verarbeitet der Körper das Gift, wandelt es um und sie erheben sich wieder. Als Diener des Voodoo. Als Zombies? Es ist eine Mischung aus Wissenschaft und Magie. Eine höchst gefährliche Mischung, wenn Sie mich fragen. Wie lange dauert es, bis er das Gift verarbeitet hat? Eine Stunde? Eine Stunde? Eine Woche? Nein. Vielleicht Jahre. Aber wenn Ihr Freund erwacht, ist es zu spät. Was können wir tun? Ihm das Gegenmittel geben. Was? Es gibt ein Gegenmittel? Wenn wir es zur Verfügung hätten. Aber es befindet sich im Besitz bestimmter Personen, die eine gewisse Macht ausüben. Welche Person? Voodoo-Meister und ihre Helfer. Sie werden auch als Voodoo-Könige bezeichnet. Haben Sie je von Marie Laveau gehört? Ja, ja. Hören Sie, wir müssen dieses Gegenmittel finden. Notfalls mit Gewalt. So einfach ist das nicht. Aber... Ich weiß, wovon ich rede. Ich wäre heute selbst fast draufgegangen. Was? Und ein Informant von mir ist tot. Oh, das wusste ich nicht. Ah, ist nicht schade um Georgie. Er kannte das Risiko und hat nicht schlecht daran verdient. Was können wir tun, um das Gegenmittel zu finden? Sind Sie bereit, alles zu tun, was nötig ist, um Ihren Freund zu retten? Ja, natürlich. Gut. Dann ist es wichtig, dass Sie vorher einiges erfahren. Fred Diamond berichtete von seinen Ermittlungen gegen den Voodoo-Kult, von seiner Begegnung mit dem Gabelstapler-Killer und dem mysteriösen Barnabas heute Morgen. Und zückte einen Revolver Kaliber 44. Ich hatte eigentlich gehofft, unauffälliger agieren zu können. Aber nochmal erwischen mich diese Wichser nicht unvorbereitet. Dieser Barnabas, ist das der Voodoo-Meister? Er besitzt zumindest enorme Fähigkeiten. Aber Georgie hat mir verraten, dass noch jemand über ihm stehen soll, eine Frau. Aber bisher hat sie niemand zu Gesicht bekommen. Eine Voodoo-Königin also, eine Armee von Zombies und eine außer Kontrolle geratene Söldnerlegion namens Division. Aber wo ist die Verbindung? Die Verbindung heißt Damien Cargill. Verstehe. Das bedeutet also, wenn wir Cargill finden, finden wir auch die Voodoo-Queen. Zunächst einmal müssen wir uns um Ihren Freund kümmern. Ja, das stimmt. Ich habe einen Kontakt im Voodoo-Museum, das sich hier im French Quarter befindet. Dort verkaufen sie Opferkerzen und all den Mist. Wenn wir Glück haben, finden wir dort sogar das Gegenmittel. Aber einer von uns muss hierbleiben, bei Zuko. Ich mache ein paar Anrufe. Meine Freunde beim FBI sorgen dafür, dass er rund um die Uhr bewacht wird. Das French Quarter, die Heimat des Jazz. Und die Keimzelle, auf der französische Siedler die Stadt vor nunmehr 300 Jahren gegründet hatten. Das überkochende, lebendige Viertel begann wenige Schritte nördlich des Hilton Riversides. Wir hätten zu Fuß gehen können, aber Diamond bestand darauf, dass wir seinen Ford Galaxy nahmen, um flexibel zu sein, wie er sagte. Zuko war auf dem Hotelzimmer geblieben, bewacht von zwei FBI-Agenten, die kurz nach Diamonds Anruf eingetroffen waren. Mir gefiel der Gedanke nicht, ihn in dieser Situation allein zu lassen. Aber mir blieb keine Wahl. Ich brauchte das Gegenmittel. Die Bourbon Street war schon am Nachmittag überfüllt. Zwischen Jazzkneipen und Restaurants hindurch steuerte Diamond den Wagen in die Dumaine Street, wo sich das Voodoo-Museum als dreistöckiger, von Balkonen gesäumter Betonbau entpuppte. In der Toreinfahrt neben dem Haus stand ein junger Kreole von vielleicht 10 Jahren. Diamond kurbelte die Scheibe runter. Mr. Diamond. Joshua, alles klar? Wie lange möchten Sie parken? Oh, eine Stunde höchstens. Macht $1, Sir. Das sind 5. Hey, wow. Und am Ende will ich den Wagen heil zurück. Klar? Geht klar, Sir. Verstehe. Das ist also Ihr Kontakt, ja? Ich weiß, was Sie denken. Aber seine Mutter arbeitet in dem Voodoo-Shop vorne und hilft auch manchmal im Museum aus. Mhm. Ich hätte den Parkplatz umsonst haben können. So, so. Mona kann jeden Cent gebrauchen. Anscheinend hat man sie nicht ohne Grund auf die Division angesetzt. Ehrlich gesagt wurde ich vor allem aus einem Grund drauf angesetzt. Aha. Weil das FBI befürchtet, dass es einen Maulwurf in ihren Reihen gibt. Wahrscheinlich hat der auch das Treffen mit Georgie verraten. Ah, deshalb keine Unterstützung. Wir sollen bitte schön allein arbeiten. Sehen Sie es als Vertrauensbeweis. Gehen Sie ruhig schon mal vor. Am besten geben Sie sich nicht zu erkennen. Ich werde mich bei Joshua erkundigen, was in den letzten Tagen so abgegangen ist. Gut, geht klar. Oh. Na, Kleiner? Wie geht's deiner Mom? Gut, Sir. Auf dem Bürgersteig drängten sich die Menschen. Es war unmöglich zu sagen, ob wir verfolgt wurden. Aber selbst wenn, so war ein Verfolger im Museum wohl einfacher zu identifizieren als auf offener Straße. Nee, ist nichts zu machen. Das Museum ist zu, Sir. Aha. Wegen der Johannisnacht. Wie schade. Aber in dem Shop daneben, da können Sie Opferkerzen kaufen. Ah.
Klingt super. Na dann, vielen Dank. Gerne doch. In den vollgestapelten Regalreihen befand sich alles, was im entferntesten Sinne mit Voodoo in Verbindung gebracht werden konnte. Schwarze Votivkerzen, Masken, Öle und Pasten, mit denen man sich das Gesicht einreiben konnte. Bücher über die Geschichte des Voodoo und seine wichtigsten Praktiken. Und noch ein Haufen anderes Zeug, welches den Laden in erster Linie als Touristenfalle auswies. Guten Tag, Sir. Oh. Sind Sie allein? Sind Sie Mona? Ich wollte eigentlich nur wissen, ob ich Ihnen weiterhelfen kann. Ich habe Ihren Jungen draußen getroffen, Joshua. Er sagte, Sie würden mir helfen, ins Voodoo-Museum zu kommen. Oh, das hat heute leider geschlossen. Wegen der Johannisnacht, ich weiß. Aber ich bin nur heute in der Stadt und... Hey, Mona, was stehst du denn da so rum, hä? Ist ja gut, Bayon. Ich mach ja schon. Ich geh kurz pissen. Wenn ich wiederkomme, sind die neuen Kerzen eingeräumt und die Kisten sind hinten verschwunden. Klar? Klar. Netter Mensch. Sie haben es gehört. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich hab zu tun. Ja, ich verstehe, aber Sie könnten mich durch das Museum führen. Theoretisch. Ehrlich gesagt, wäre es am besten, Sie kaufen ein paar von den Kerzen und gehen dann wieder. Warten Sie, ich... reichen $50? Was wollen Sie denn überhaupt im Museum? 100, mein letztes Wort. Also gut, kommen Sie. Aber wir müssen uns beeilen, bevor Bayon wiederkommt. Nichts dagegen. Hier. Der Kleine ist der Schlüssel für die Zwischentür da hinten. Sehen Sie? Durch den Gang kommen Sie direkt ins Museum. Sehr gut. Wie? Wollen Sie mich nicht begleiten? Ich kann nicht. Die Kerzen. Oh, natürlich. Ich brauche nicht lange, versprochen. Und vielen Dank nochmal. Gern geschehen. Gut. Und? Bayon, verdammt! Hat er es geschluckt? Ja. Sehr gut. Um den Rest kümmert sich Barnabas. Los, geh nach oben. Nach oben? Wieso das denn? Ja, warum wohl? Die Königin wartet schon auf dich. Ja, mach schon. Also gut. Schneller! Komm rein! Mach die Tür hinter dir zu. Und? Er ist im Museum. Allein? Ja. Ich hatte doch gesagt, dass Sie zu zweit sind. Denk an den kleinen Joshua. Er war allein und ich habe alles genauso gemacht, wie du gesagt hast. Bitte! Du Joshua nichts. Bitte. Dann geh runter und mach deine Arbeit. Guten Tag, Kumpel. Tag. Möchten Sie Kerzen zur Feier der Johannisnacht? Wir haben schwarze Kerzen, viele schwarze Kerzen. Ah, danke, danke. Ich suche was anderes. Ah, er ist speziell, wie? Auf der Suche nach Spezialität. Herr sucht Masken. Lassen wir das Theater. Wo ist er? Ich nicht verstehen. Vielleicht verstehst du jetzt ja besser. Der Typ, der hier vor einer Viertelstunde rein ist. Rein. Aber nicht wieder raus. Also denke ich mir doch, wo ist der hin? Ich frag dich bloß einmal. Er ist nicht hier. Was du nicht sagst, Klugscheißer. Er ist weg. Mona! Du kennst den Typen? Er ist ein Freund von Joshua. Sag mir, wo Sinclair ist, Mona. Oder ich lasse den ganzen Laden auffliegen. Bleib stehen. Stehen bleiben. Sie kommen nicht gegen Sie an, Mr. Diamond. Rhonda LaSalle ist stärker. Rhonda LaSalle? Wer ist das?
vorbei, John! Lass ihn! Er ist ein Freund von Joshua! Halt die Schnauze! Bei John, nein! Du dachtest, du könntest die Voodoo-Königin finden? Ich mach dich fertig! Mr. Diamond? Mr. Diamond! Mona! Was soll das? Kommen Sie! Wir müssen weg! Natürlich rechnete ich mit einer Falle. Die Lampen, die Mona eingeschaltet hatte, tauchten die Räume des Museums in dämmeriges Zwielicht. Eine Treppe führte hinauf zu einer Galerie, aber erst einmal wollte ich mich hier unten umsehen. In Nischen zwischen Vitrinen aus schmutzigem Glas nisteten Schatten. In den Vitrinen waren Bilder und Stiche ausgestellt und handgeschriebene Bücher, die von den Anfängen des Voodoo-Kults kündeten. Ich entdeckte Zeichnungen der Voodoo-Königin Marie Laveau. Auf manchen war sie als junge, verführerische Frau dargestellt, auf anderen als grimmige alte Hexe. Interessant. Im nächsten Raum in einer weiteren Vitrine Schrumpfköpfe, daneben normale Totenschädel und ein Zombie. Er lag auf einer Holzbahre, in die magische Symbole gekratzt waren. Seine Augäpfel waren verdreht und erinnerten mich an Zuko. Genauso hatte er auf dem Hotelbett gelegen. Ich tastete über die Haut des Zombies. Sie wirkte echt. Das Geräusch war aus dem nächsten Raum gekommen. Weitere Vitrinen, deren Inhalt von Spotlights in Szene gesetzt wurde. Puppen. Aber die rostigen Nägel, die in ihren Hälsen steckten, waren sauber. Den kenne ich da. Dann der dritte Raum. In der Mitte ein stilisiertes Lagerfeuer. Drumherum saßen Menschen. Wie der Zombie wirkten sie täuschend echt. Einer schlug die Voodoo-Trommel. Andere hatten sich erhoben und huldigten einem Mann in einem langen Gewand, das mit Totenkopfsymbolen und magischen Zeichen bestickt war. Dr. John. Eine historisch verbürgte Figur, die Elemente des Katholizismus mit dem Schlangenkult vermengt hatte. Vor ihm kniete eine Frau und führte den Bambula-Tanz aus. Eine Boa Constrictor, die von Voodoo-Dienern als Sinnbild der Schlangengottheit Dambala galt, wand sich um ihren nackten Körper. Ich spürte, wie die Atmosphäre dieser unheimlichen Szene mich einfing und verspürte gleichzeitig eine tiefe Unruhe. Keiner der Gegenstände oder dargestellten Menschen besaß eine Verbindung zu Damien Cargill, zur Division oder zu der angeblichen neuen Voodoo-Queen. Meine Chancen, Zuko zu retten, sanken mit jeder Sekunde. Mona? Mona! Die Tür, die mich zu dem gespenstischen Lagerfeuer geführt hatte, war auf einmal verschlossen. Ich wirbelte herum. Die Figuren am Feuer. Sie blickten nicht mehr den Voodoo-Priester Dr. John an, sondern mich. Ich blinzelte. Alles war wieder normal. Meine Sinne hatten mir nur einen Streich gespielt. Mona! Der Eingangsbereich. Mona! 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 Scheiße! Mona! Mona, sind Sie hier irgendwo? Ich war ganz sicher, dass ich mich nicht getäuscht hatte, aber der Raum war leer, bis auf die ausgestellten Artefakte. Auf der Holzbahre lag immer noch der Zombie. Ich trat näher. Das Kreuz unter meinem Hemd reagierte. Es erwärmte sich. Ich zog es hervor und ließ es über der Brust des Zombies pendeln. Tiefer. Noch tiefer. Stop! Ich würde es nicht tun. Er stand auf der Galerie, ein massiger Schwarzer mit einem Zylinder auf dem Kopf. Barnabas. Warum? Es wurde der Voodoo-Queen nicht gefallen. Ist sie hier? Was haben Sie mit Mona gemacht? Mona? Sie steht auf unserer Seite. Ich will das Gegenmittel. Haben Sie es? Oder hat es die Voodoo-Queen? Wo finde ich sie? St. Louis Cemetery Number One. Da ruft sie heute Nacht die Tote. Interessant. Sehr gut. Dann werden wir ihr zusammen einen Besuch abstatten.
Du wirst niemals dorthin gelangen. Was soll das? Was? Die Beretta wurde auf einmal bleischwer. Ich musste gehorchen. Mein Blick sog sich an Barnabas fest. Seine Augen schienen zu glühen. Mein Herz. Und dann... Fred! Ihm folgte Mona. Sie hielt etwas an die Lippen. Ein Blasrohr. Barnabas krachte neben mir auf den Boden und der Druck auf meiner Brust verschwand. John! Alles okay? Alles super. Was haben Sie gemacht? Ich habe ihm das Gift gegeben, das die Voodoo-Meister nutzen. Was? Jetzt hat es ihn selbst gerichtet. Ich hätte ihm lieber noch ein paar Fragen gestellt. Dafür ist es wohl zu spät. Los, verschwinden wir. Warten Sie. Erst hole ich noch meine Waffe. Was war das? Kommt endlich sonst! Scheiße! Der Zombie auf der Bahre. Er hatte sich aufgerichtet. Das ist die Magie der Voodoo Queen. Sie erweckt Tote zum Leben. Auch im Nebenraum bewegte sich etwas. Das darf doch nicht wahr sein. Die Gestalten um das Lagerfeuer kamen auf uns zu. Die Beretta lag zu weit weg. Verdammt! Freds 44er Magnum riss ein faustgroßes Loch in die Brust eines Zombies. Aber der starkste einfach weiter. Fred, das bringt nichts. Wir müssen hier raus! Fred! Lass mich los, du Scheißding! Scheiße, mein Fuß! Fred! Ich riss den Zombie von Fred herunter. Aber da waren schon die anderen Gestalten da. Ich drückte Dr. John das Kreuz auf die Brust. Er verging. Aber es waren zu viele. Und ich musste mich um Mona und Fred kümmern. Los, Mona! Raus hier! Ja. Wir schleiften Diamond förmig zum Ausgang, der auf die Straße führte. Die Zombies folgten uns. Was ist mit dem Laden? Ich brauche gerade nichts mehr. Aber die Voodoo-Königin ist da drin. Erstmal ficken wir sie wieder zusammen. Dann knöpfen wir uns Queen Mom vor. Der Wagen da hinten. Wir schleppten Fred in den Hinterhof zum Wagen. Die Fahrertür stand offen. Hinterm Steuer saß... Joshua! Verdammt, Junge, ich hab dir doch gesagt, du sollst abhauen. Joshua! Was ist das denn? Scheiße! Zurück, Mona! Er ist ein Zombie! Nein! Tun Sie ihm nichts! Aber ich hatte keine Wahl. Ich drückte dem Jungen das Kreuz auf die Brust. Er starb. Mona! Rein mit dir! Mona wehrte sich mit Händen und Füßen, aber Fred stieß sie einfach auf den Rücksitz und folgte ihr. Alle Türen zu! Los, mach mal ein bisschen Platz! Wir fahren los. Ich wendete den Wagen. In der Einfahrt waren die Zombies aufgetaucht. Und hinter ihnen eine blonde Frau, deren Haare von einem Stirnband zusammengehalten wurden. Was ist sie? Die Voodoo Queen. Sehen wir mal, wer mehr PS hat. Wir haben's geschafft, Mann! Hinter uns zurück blieb die Gestalt der Voodoo Queen. Sie machte keine Anstalten, uns zu folgen. Wie sind wir los? Fürs Erste. Barnabas hat gesagt, dass sie heute Nacht auf dem St. Louis Cemetery Number One sein wird, um die Leichen aus den Gräbern zu holen. Dann werden wir eben auch da sein. Sie will die Toten aufwecken. Die Zeremonie beginnt nach Einbruch der Dunkelheit. Dann bleibt uns noch genug Zeit. Oh, das können Sie vergessen. Die Voodoo-Diener würden Sie erkennen. Was? Weil Sie nicht maskiert sind. Maskiert? Ja. Ich gehe. Nein. Ihr könnt von mir aus mitkommen oder auch nicht. Ist mir egal. Nichts da. Wir liefern dich vorher im Hotel ab. Nicht so schnell. Sie hat mich in die Falle gelockt. Ich habe es für Joshua getan. Wenn ich draufgehe, will ich Rhonda wenigstens mitnehmen. Rhonda? Ist das die Voodoo Queen? Sie ist an allem schuld. Sie hat Joshua umgebracht. Ich musterte Mona im Rückspiegel und fragte mich, ob ihr Schmerz nur gespielt war. Ich bring sie um. Damit. Sie haben gesagt, auf diesen Pfeilspitzen ist dasselbe Gift, das die Voodoo-Meister benutzen. Wissen Sie auch etwas über das Gegenmittel? Was? Ja, klar doch. Ich habe es immer bei mir. Was? Wohin fahren Sie? Ins Hotel. Okay. Sie wollen also, dass ich helfe, Ihren Freund zu retten? Ganz genau. Dann will ich, dass Sie mir helfen, mich an Rhonda zu rächen. Deal. Kein Deal. Erst das Gegenmittel. Über alles andere reden wir später. Oh.
Rhonda LaSalle schritt durch den Eingangsraum des Museums. Für die Zerstörungen hatte sie keinen Blick. Auch die vernichteten Zombies kümmerten sie nicht. Auf dem Weg zu Barnabas Leichnam stieß sie auf die Waffe, die der Engländer zurückgelassen hatte. Sie betrachtete die Silberkugeln im Magazin und wandte sich Barnabas zu, kniete sich hin und strich ihm über die Augen. Sie horchte. Sie hatte sich nicht getäuscht. In diesem Körper war ein Rest von Leben. Barnabas war stark. Inaiti Ulafella. Barnabas Glieder zuckten, seine Lider flatterten. Und dann öffnete er die Augen. Die Voodoo Queen stand auf und steckte die Beretta ein. Sie hatte das Gefühl, dass sie sie noch einmal brauchen würde. Vielleicht schon heute Abend auf dem St. Louis Cemetery Number One. Wir legten den Weg zum Hilton Riverside in wenigen Minuten zurück. Mein Herz raste. Damien Cargill, die Division, die Pläne der Voodoo Queen waren für mich in diesem Augenblick vollkommen unwichtig geworden. Ich hatte das Gegenmittel bei mir. Zuko war gerettet, wenn es ihm nur rechtzeitig verabreicht werden konnte. Vom Parkplatz des Riverside war es nur eine weitere Minute bis in die Lobby und in den Aufzug, der uns in den vierten Stock brachte. Wie muss das Mittel verabreicht werden? Was, am besten wäre es, sie träufeln es ihm ein. Die komplette Menge? Nein, das wäre zu viel. Nur ein paar Tropfen. Nach und nach. Das hört sich doch verdammt gut an. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Mona, für mein Misstrauen. Ich habe falsch eingeschätzt, unter welchem Druck Sie standen. Sie kennen mich mal. Ich will nur wissen, ob Sie mir helfen. Ob Sie mir helfen, Rhonda umzubringen. Ich verspreche Ihnen, dass wir alles unternehmen werden, um die Voodoo Queen und ihre Hintermänner zur Strecke zu bringen. Das ist doch bloß dummes Gelaber. Mona, die Voodoo Queen will deinen Tod. Wir haben 2 FBI-Leute auf dem Zimmer und 8 weitere Männer sind angefordert und werden innerhalb von Stunden hier sein. Spezialisten, die gesamte Etage abschirmen. Hier bist du sicher. Ich will nicht sicher sein. Ich will meine Rache. Wartet. Was ist? Die Tür. Fred folgte meinem Blick auf die Tür von Zimmer 412. Sie war nur angelehnt. Verdammt, was soll das? Ich hatte klare Anweisungen gegeben. Ist das etwa der Schutz, den ihr mir versprochen habt? Diamond hier. Pendrake Peters. Sind Sie da drin? Keine Bewegung, FBI! Pendrake Peters, verdammt was... Schießen Sie, Fred! Auf die Köpfe! Aber das sind Kollegen! Geben Sie her! Beide Schüsse trafen. Das waren Zombies. Gott verdammt! Hatten Sie nicht gesagt, ich wäre hier sicher? Ich hörte Monas Worte kaum. Mein Blick war auf das Bett gerichtet, in dem Zuko gelegen hatte. Es war leer. Cities of the Dead, Städte der Toten. Und es war wahrlich eine Stadt, die wir bei Einbruch der Dämmerung betraten. Mit riesigen Verkehrsadern, die den St. Louis Cemetery No. 1 von einem Ende bis zum anderen durchzogen, flankiert von prachtvollen, säulenverzierten Mausoleen. Kitschige Marmorengel und Heiligenmosaike wurden von den letzten Strahlen der Abendsonne in blutroten Schein getaucht. Und über verzierten Giebeln die Schatten von Kampferbäumen, deren Ausdünstungen wie Modergeruch zwischen den Grabreihen waberten. Mit der Zeit wurden die Grabmäler schmuckloser und dreckiger. Dies waren die sogenannten Öfen, die Gräber, durch deren Eisentüren die Leichname der Armen geschoben wurden, wie ein Laib Brot.
Endlich passten wir in die Umgebung, in den Lumpen, in die Mona uns gehüllt hatte. Sie hatte darauf bestanden, uns zu begleiten. Und ich konnte sie sogar verstehen. Während ich mich auf dem Zimmer mit meiner Ersatzberetta versorgte, hatte sie in einem Voodoo-Laden in der Nähe des Hotels alles gekauft, was wir benötigten. Unsere Gesichter waren jetzt mit weißer und schwarzer Farbe bemalt. Und in den Händen trugen wir Opferkerzen. Und? Wie sehe ich aus? Ehrlich gesagt, wie ein Testbild. Ich hatte gehofft, wie eine Vision aus Easy Rider. Voll auf dem Acid-Freakout. Oh, nicht ganz. Die Statue, die Peter Fonda geküsst hat, steht irgendwo da hinten. Ehrlich, für mich ist das, was die damals gemacht haben, Grabschändung. Die hatten nicht mal eine Drehgenehmigung. Künstler eben. Ich meine, was kommt als nächstes? Dass James Bond hier zwischen den Grabreihen rumballert? Wer weiß. Vor einem der Öfen lungerte eine Gestalt, ähnlich ausstaffiert wie wir. Als sie uns erblickte, verschwand sie zwischen dem Grabreihen. Das war's dann mit dem Anschleichen. Nicht unbedingt. Es gibt keine Regeln, wer dabei sein darf. Es zählt nur der Glaube an die Macht des Voodoo. Die totale Hingabe. Wie viele Leichen sind in so einem Ofen untergebracht? Dutzende. Vielleicht 100. Wow. Das ist viel. Man zieht die Türen auf und legt sie in die Waben dahinter. Und wenn da kein Platz mehr ist? Versinken sie im Boden. Oh. Die ältesten Leichen sind längst im sumpfigen Grund verschwunden. Was ist das? Das kommt vom Grab der Marie Laveau. Die Trommeln verkünden, dass die Zeremonie beginnt. Na dann mal los. Es gab keine elektrische Beleuchtung. Aber auf fast jedem Grabmal brannten Opferkerzen, Totenlichter, wie uns Mona erklärte. Wir erreichten ein Feld mit einfachen weißen Kreuzen, deren Schatten auf dem Boden geisterhaft zuckten. Psst. Da hinten ist das. Das Grab der Voodoo-Königin stach nicht gerade aus der Menge heraus, aber es wurde von hunderten Kerzenflammen erhellt. 2 oder 3 Dutzend Menschen hatten sich darum versammelt. Die Trommler waren nirgends zu sehen. Mir fiel auf, dass der Boden um das Grab vollkommen kahl war. Die Zeichen auf dem Grab sind das Voodoo-Kreuze. Es heißt, wenn man vor dem Grab steht und 3-mal mit dem linken Fuß aufstampft, sich 3-mal nach links dreht und dann ein Kreuz zeichnet, bekommt man seine geheimsten Wünsche erfüllt. Verstehe. Schwachsinn. Mal versucht. Ich habe bloß noch einen Wunsch. Rhonda LaSalle soll sterben. Wir müssen näher ran. Sie kommt wahrscheinlich über den Hauptweg. Verstehe. Das heißt, ihr beide versteckt euch am besten da hinten im Gebüsch. Und du? Ich werde versuchen, mir die Sache mal von oben anzusehen. Ich wartete, bis Fred und Mona verschwunden waren und suchte mir einen schmalen Pfad, der in einigem Abstand um das Grab der Marie Laveau herumführte. Der Kampfergeruch war abgelöst worden von einem schweren, süßlichen Gestank, als hätte jemand ein Gemisch aus Blut und scharfen Gewürzen angezündet. Immer noch blieb unklar, wo sich die Trommler befanden. Aber die Menge vor dem Grab der Laveau war jetzt dichter geworden. Die Flammen der Opferkerzen schwebten wie Glühwürmchen durch die Nacht. Jetzt trennte mich nur noch eine Buschgruppe vom Grabmal. Und ein Voodoo-Diener, der gerade ein öliges Pulver in eine Räucherschale streute und mit einem brennenden Holzstab entzündete. Ich hatte ja noch meine Opferkerze. Der Qualm aus der Räucherschale waberte über die Rückseite des Grabmals und hüllte das Dach ein. Ideal für meine Zwecke. An der Rückseite gab es einen Vorsprung. Ich kletterte nach oben und schob mich bis an die Dachkante vor. Hinter der Menge an Voodoo-Dienern erstreckte sich das Lichtermeer der Totenkerzen. Ich durfte mich nicht zu weit vorwagen. Mein Blick glitt zu der Buschgruppe, in der sich Fred und Mona verbergen mussten. Und immer noch keine Spur von Rhonda LaSalle. Hatte Barnabas mich auf eine falsche Fährte geführt? Da kam sie. Stilecht, in einer schwarz lackierten Kutsche. Auf den Häuptern der Pferde wippten Federbüsche. Aber es war nicht der Aufzug der Kutsche, der mich überraschte. Nach Monas Erzählungen hatte ich von der selbsternannten Voodoo-Königin nichts anderes erwartet. Es war der Mann, der auf dem Kutschbock saß. Barnabas. Die Kutsche war vor dem Grabmal stehen geblieben. Die Voodoo-Diener bildeten einen Halbkreis. Barnabas sprang herunter und öffnete den Verschlag. Die Voodoo-Königin stieg aus. Zierlich, blass und beinahe nackt. Federschmuck bedeckte die nötigsten Stellen. Außerdem trug sie blutrote und schwarze Streifen auf den Wangen. Die Voodoo-Diener sanken auf die Knie
Rhonda defilierte an ihnen vorbei, wie es einer Königin gebührte, und verbeugte sich vor dem Grabmal. Ich hätte herunterspringen und sie in meine Gewalt bringen können, aber ich wollte wissen, was sie vorhatte. Wie würde sie die Leichen aus den Gräbern locken? Langsam breitete sie die Arme aus. Ihre Lippen bewegten sich lautlos. Ich schob mich weiter nach vorn und hoffte, dass keiner der Diener einen Blick nach oben warf. Willkommen, Jünger des Voodoo! An diesem denkwürdigen Ort, zu dieser denkwürdigen Zeit. Noch lange wird man von dieser Nacht sprechen, in der der Geist von Marie Laveau zurückkehren wird. Jedes Grab, welches von einem Totenlicht erhellt wird, wird sich öffnen. Wir sammeln die Armee der Zombies und bringen sie dorthin, wo ihre Zukunft liegt. Nach Voodoo Land. Ich hatte kaum zugehört. Mein Blick klebte an der Kutsche. Das Innere war stockfinster, befand sich Suko darin. Ein Hahn, einer der Voodoo-Diener, überreichte ihn Barnabas. Barnabas hielt ihn über eine der Räucherschalen. Ein Diener schüttete schwarzes Pulver nach, goss darüber eine ölige Flüssigkeit und entzündete sie. Als der Qualm Barnabas einhüllte, zog dieser eine Machete. Er ließ den Kadaver über der Schale ausbluten. Einige der Spritzer trafen die Voodoo-Königin. Die Diener begannen ihren Tanz. Einige von ihnen trugen Holzstäbe, lang wie Lanzen, und richteten die Spitzen auf die Voodoo-Queen. Mit dem letzten Schlag hatten sie die Lanzen in den Boden gerammt. Sie umgaben Rhonda LaSalle wie die Gitterstäbe eines Käfigs. Nur zu einer Seite war er offen. Barnabas warf den Tierkadaver fort und näherte sich der Voodoo-Queen mit der Machete in der Hand. Sie sank vor ihm auf die Knie, lächelnd. Tu es! Töte diesen Körper, damit seine Kraft in den Leib der wahren Voodoo-Königin fließen und ihre Rückkehr erzwingen möge. Marie Laveau wird die Armee der Zombies nach Voodooland führen. Sie schloss die Augen. Barnabas hob die Klinge, um den einzigen Menschen zu töten, der mir sagen konnte, wo sich Suko befand. Das konnte ich nicht zulassen. Ich sprang. Noch im Sprung trat ich ihm die Machete aus der Hand. Keine Bewegung! Barnabas, hol ihn dir! Bevor Barnabas reagieren konnte, riss ich Rhonda zu mir heran und drückte ihr die Mündung an die Stirn. Komm her! Keiner rührt sich oder eure Königin stirbt. Ich werde sowieso sterben. Hörst du die Trommeln? Sie verkünden unser beider Ende. Ja, bloß den Takt werden wir jetzt mal ein bisschen ändern. Komm mit. Ich zerrte sie auf den Verschlag der Kutsche zu. Komm schon. Du bist allein, John Sinclair. Du hast keine Chance. Ach, wirklich? Keine Bewegung, Freunde. Der auch nur einen Finger krümmt, ist tot. Mona. Miststück. Also. Du hast Joshua getötet. Dafür bringe ich dich um. Los, rein mit dir. Ich warf einen raschen Blick in die Kutsche. Kein Suko. Mona, komm her. Ja. Fred, auf den Kutschbock. Alles klar. Was wir gewagt hatten, war ungeheuerlich. Und so hatten wir das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Keiner der Voodoo-Diener, nicht einmal Barnabas, wagte sich zu rühren. Meine Diener sind überall auf dem Friedhof. Sie werden euch töten. Ach ja? Halt dein blödes Maul, du Schlampe. Oder ich jag dir einen Pfeil in den Hals. Dich trifft es am schlimmsten. Weißt du, was Damien, die Verräterin, macht? Du hast meinen Sohn getötet. Ich habe ihn bestraft. Du versagst hey, du! Mona! Lass sie! Wir brauchen sie als Faustpfand. Ja, ganz richtig. Denn wenn ich sterbe, stirbt auch der Chinese. Wo ist er? Im Voodoo-Land? Oh, du hast wirklich gar keine Ahnung. Voodoo-Land ist eine Insel. Dort befindet sich dein Freund. Wo liegt sie? Damien Carger wird ihn zu einem Zombie machen. So wie alle anderen. Nein, das werde ich verhindern. Na, versuch es doch. Gegen Damien kommt ihr nicht an. Oho! Was ist los? Wir haben Besuch bekommen. Er deutete nach vorn. Da standen sie, Voodoo-Diener, und bildeten eine Reihe, die langsam auf uns zukam. Oh, verdammt. Habe ich es dir nicht gesagt. John, was machen wir jetzt? Fahr! Ganz nach meiner Mütze! Die Kutsche raste auf die Voodoo-Diener zu.
Im letzten Moment wichen einige von ihnen zurück. Zwei, drei wurden von den Hufen der Pferde getroffen. Ich versuchte, die beiden Furien zu trennen. Da wurde die Kutsche von einem Schlag getroffen. Wir flogen durch die Luft. Ist alles okay? Mona! Fred! Verdammt, wo? Sie ist weg. Ich weiß. Komm her. Ich half ihr nach draußen. Die Kutsche war gegen eines der Grabmale geprallt. Fred lag zwischen den Pferden. Eins hatte sich die Beine gebrochen, das andere war tot. Eine Lanze hatte seinen Hals durchbohrt. Das also war der Grund für den Crash gewesen. Du bleibst bei ihm. Ich muss die Beretta finden. Okay. Oh, verdammt. Wir müssen weg. Kommt! Oh, verdammte Scheiße! Komm hoch! Ich konnte nichts machen, die Lanze! Ich weiß. Los, wir müssen weg! Im Namen des Bruno. Da ist aber jemand sauer. Los, komm. Das Grabmal bot uns Deckung. Von da aus führte uns Mona weiter, einen Seitenpfad entlang. Die Nacht war mondlos, aber fast auf allen Gräbern brannten Totenlichter. Los, Barnabas, hol sie dir. Den würde ich gern persönlich eine Kugel verpassen. Komm, weiter, weiter. John, warte! Das kalkgeweißte Gesicht des Voodoo-Dieners war wie aus dem Nichts vor uns erschienen. Er hob die Lanze und Diamond den Revolver. Nein, warte! Ich warte doch nicht, bis er uns verrät. Der Voodoo-Diener brach zusammen. In seinem Hals steckte ein Giftpfeil. Mona! Er hat's verdient. Los, weiter! Ja, weiter! Immer wieder begegneten wir einzelnen Voodoo-Dienern, fanden aber rechtzeitig Deckung. Los, komm! Los, weiter! Nur die Schreie der Voodoo-Königin verfolgten uns noch, als wir die Außenbereiche des Friedhofs erreichten. Fred erklomm als erster die Mauer und zog Mona hoch. Erschöpft ließen wir uns auf der anderen Seite fallen. Wir waren der Voodoo-Königin entkommen. Doch ich wurde das Gefühl nicht los, dass die Auseinandersetzung auf dem Friedhof kaum mehr gewesen war, als ein Auftakt für das, was uns erwartete. Voodoo-Land. Der Wind trieb den Geruch von Öl, Salzwasser und gebratenem Fisch durch die Straßen, wo er sich mit dem Modergestank vermengte, der aus den Sümpfen herüberwehte. In dieser Nacht schlief niemand. Mona und ich hatten in einem der Lokale im Hafen einen Platz ergattert, auf einem Ponton, der von farbigen Girlanden erhellt wurde. Er schwamm auf einem Nebenarm, wo das Wasser höchstens einen Meter tief war. Auf den Tischen brannten die unvermeidlichen Votivkerzen. Und der Kellner, der die anderen Tische bediente, warf uns hin und wieder einen verstohlenen Blick zu. Fred Diamond hatte sich verabschiedet, um seine Beziehungen spielen zu lassen. Vielleicht gab es neue Hinweise auf den Maulwurf. Wir würden Fred in 2 Stunden wiedersehen auf einem der Bootsanleger. Inzwischen erzählte Mona mir alles, was sie über die Insel Voodoo-Land wusste. Leider waren es kaum mehr als Gerüchte. Sie liegt im Golf vor der Küste. Angeblich ist sie das Versteck der Zombies. Wie lange braucht man dorthin? Mit einer schnellen Yacht? 80 Minuten vielleicht. Aber ich war niemals da. Das würde reichen, um vor Tagesanbruch anzukommen. Rhonda hat mir mal erzählt, dass morgens immer Nebel über der Insel liegt. Das könnte uns helfen, eine der Buchten zu erreichen. Wahrscheinlich ist sie selber schon auf dem Weg. Kagel weiß also, dass wir kommen. Hey, John. Ich habe das Gefühl, du hörst mir gar nicht zu. Der Kellner. Kennst du ihn? Nein. Wieso? Ich glaube, er beobachtet uns. Vielleicht fällst du ihm auf, weil du Tourist bist. Ja, vielleicht. Entschuldige. Ja? Ich bin's, Fred. Die Sache läuft. Die Air Force ist in Bereitschaft. Aha. Was ist mit dem Maulwurf? Niemand weiß irgendwas. Niemand kann sich den ganzen Scheiß erklären. Ah. Aber dafür weiß ich, wann die Bomben fallen. Punkt 9 Uhr, heute Vormittag. Oh. Mehr Zeit konnte ich nicht ausschlagen. Danke. Bis nachher. Ach. Und? Wir haben noch 7 Stunden, bis die Insel bombardiert wird. Es war Freds Vorschlag gewesen.
Ein Angriff mit taktischen Atomwaffen, der die Zombie-Armee auf Voodooland mit einem Schlag vernichten sollte. Eine letzte Chance vielleicht, aber ich hoffte immer noch, dass sich vor Ort eine bessere Möglichkeit ergeben würde. Du riskierst sehr viel für deinen Freund. Er würde dasselbe für mich tun. Ja, aber wer garantiert dir, dass er nicht schon verwandelt ist? In ein Zombie? Wir müssen sowieso auf die Insel, wegen Damien Cargill. Über den Rest denke ich lieber gar nicht nach. Ich wünschte, ich könnte auch so ruhig sein. Aber Joshua ist tot. Mona. Er hatte nie eine Chance. Weil ich ihn geopfert habe. Na, das hast du nicht. Rhonda LaSalle hat dich gezwungen. Und wenn du es schon so sehen willst, war sein Opfer nicht umsonst. Du bist keine Sklavin der Voodoo Queen mehr. Ich sag dir, ich würde mich sofort umbringen, wenn Joshua dadurch sein Leben zurückkriegen würde. Hey, ich glaube, das würde jede Mutter tun. Aber du kannst ihn nicht zurückholen. Deshalb wirst du hier bleiben. Auf keinen Fall. Ich will damit sagen, dass du eine Zukunft hast. Du solltest sie nicht wegwerfen. Ich könnte ja zum FBI gehen. Aber die Typen da haben einfach keine Ahnung. Da könntest du recht haben. Oder ich werde Geisterjägerin. Meinst du, Scotland Yard würde mich nehmen? Ganz sicher. Oh, ich mein's ernst, John. Mann, ich hab niemanden mehr. Was ist eigentlich mit Joshuas Vater? Rhonda hat ihn getötet, weil er sie verraten wollte. Oh, das tut mir leid. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Ich hab nicht mal um ihn gekämpft. Ich dachte, Rhonda tut das Richtige. Mona, du wirst wieder jemanden finden. Alles, was du brauchst, ist Zeit. Nein. Erst muss ich Rhonda töten. Sie ist schuld an allem, was passiert ist. Dabei hat sie nie an mich geglaubt. Sie glaubt nur an Voodoo. Ich verstehe, was du meinst. Oh nein. Aber Rhonda zu töten, wird dir keinen Frieden geben. Es bleibt also dabei? Ihr fahrt ohne mich? Wenn die Bomben fallen, wird jeder im Umkreis von 12 Meilen sterben. Dann suche ich mir eben ein eigenes Boot. Ich werde... Warte mal. Ich blickte unauffällig in die Runde. Außer uns befand sich niemand mehr auf dem Ponton. Wir sollten zahlen. Scheiße. Zu spät. Da stand er, auf dem Steg. Barnabas. In der Hand zur Abwechslung mal keine Klinge, sondern ein Stahlband, das er mit einem ödigen Grinsen auf den Lippen spannte. Mona wollte nach ihrem Blasrohr greifen, aber Barnabas war schneller. Das Rohr rollte unter einen der Tische. Zurück, Mona! Jetzt du, Sinclair! Diesmal versuchte er gar nicht erst, mich durch Voodoo-Magie außer Gefecht zu setzen. Seine bloße Körpermasse reichte, um mich schon im ersten Anlauf beinahe in den Boden zu rammen. Seine Hand legte sich um meinen Hals. Der Druck drohte mir, den Kehlkopf zu brechen. Ich stieß ihm die Faust in den Unterbauch und hatte das Gefühl, gegen Beton zu schlagen. Mit der freien Hand schlang er mir das Stahlseil um den Hals. Panisch suchte ich nach Barnabas empfindlichster Stelle. Aber er schüttelte den Schmerz schneller ab, als ich gedacht hatte, packte mich und... Ich spürte sofort den Grund unter mir. Über mir sah ich die Oberfläche, die Lichter und den Fels, der auf mich niederstieß. Barnabas nagelte mich auf den Boden fest. Luft, Sauerstoff. Und dann wurde der Druck schwächer. Barnabas wankte. In seinem Hals steckte ein Giftpfeil. Ein Schatten sprang ihn an. Barnabas versuchte sich zu wehren, aber das Gift schwächte ihn. Der Schatten legte etwas um seinen Hals und zog zu. Barnabas Kopf löste sich und klatschte ins Wasser. Endlich konnte ich mich befreien. John! Mona stand neben mir im Wasser. In der Hand hielt sie das Stahlseil. Hey, alles in Ordnung? Das Schwein ist erledigt. Sieht ganz so aus. Und das war nur der erste Teil meiner Rache. Los, komm. Wir haben eine Verabredung. Am Boot. Das Hilton lag beinahe auf dem Weg, sodass ich die Gelegenheit nutzte, Sukos Beretta samt seiner Ersatzwaffe und mehreren Magazinen aus dem Hotelzimmer zu holen. Noch vom Zimmer aus rief ich Sir James an und berichtete ihm, was bisher passiert war. Er zeigte sich von Sukos Verschwinden geschockt, fasste sich aber schnell. Nur 6 Stunden. Und wir brauchen allein 2, um die Insel zu erreichen. Das ist ein verdammt hohes Risiko, John. Und die einzige Chance, Suko zu retten. Was ist mit diesem angeblichen Maulwurf beim FBI? Wird dir die Mission nicht gefährden? Ich gehe davon aus, dass er es versucht. Nehmen Sie sich in Acht, John.
Und falls es Ihnen nichts ausmacht, versuchen Sie möglichst wenig von Ihrer teuren Einsatzausrüstung zu verschwenden. Ich gebe mir Mühe, Sir. Als wir am Anleger eintrafen, stand Fred Diamond schon am Kiel der Yacht und löste die Leinen. Wolltest du etwas schon ablegen? Verdammt, ihr seid 10 Minuten zu früh. Umso besser. Außerdem wollten wir die Sache doch allein durchziehen. Mona hat darauf bestanden, mitzukommen. Warum überrascht mich das nicht? Also, seid ihr startklar? Quatscht lieber nicht so viel. Los, fahren wir. Okay. Wir verließen den Hafen flussabwärts, aber schon nach der ersten Biegung steuerte Fred die Yacht in einen Seitenkanal auf die Schleuse zu, die unter der St. Claude Avenue hindurchführte. Eine Abkürzung, sonst müssten wir den Mississippi bis zur Mündung runter und durch das Naturreservat im Delta. Das würde uns mindestens eine Stunde kosten. Ist die Schleuse um diese Zeit überhaupt besetzt? Alles eine Frage der Connections. Danach schipperten wir noch weitere 10 Minuten durch den Kanal, bevor wir die Bucht erreichten, die auf das offene Meer führte. Die Grenze zum Bundesstaat Mississippi passierten wir auf strikt östlichem Kurs. Im Norden glitzerten in gleichbleibender Entfernung die Lichter der Küste. Wie lange noch? Die Insel da vorne, Steuerbord. Mehr Schatten als Insel. Das ist Horn Island. Dahinter kommt Petit Bois Island. Zwischen den beiden müssen wir durch und in den Golf. Und dann sind wir am Ziel. Aha. Sind die Inseln bewohnt? Auf Horn Island gibt's eine kleine Forststation und auf Petit Bois Island wuchsen mal ein paar Bäume. Oh. Bis Katrina die weggerissen hat. Aha. Die meisten Inseln hier sind unbewohnt oder Teil des Breton-Nationalparks. Vor vielen hundert Jahren war alles Steuerbord von uns Land. Das Saint-Bernard-Delta. Ja. Aber irgendwann sind die natürlichen Dämme gebrochen und das Land wurde überspült. Verstehe. Und was Katrina nicht geschafft hat, wäre um ein Haar dem Öl zum Opfer gefallen. Deepwater Horizon. Der Ölteppich hätte das Delta fast auf Jahrzehnte hinaus vergiftet. Und niemand kann sagen, was unter der Wasseroberfläche alles kaputt gegangen ist. Dann konnte Damien Cargill hier also während der letzten Zeit unbeobachtet schalten und walten. Da hinten ist es. Wir passierten die Enge zwischen den beiden Inseln. Im Osten überzog ein orange-roter Schimmer den Horizont. Bald würde die Sonne aufgehen. Vor uns lag eine Nebelbank, in der schattenhaft die Silhouette von Land zu erkennen war. Voodoo Land. Hey, ich glaube, da ist was. Ein Boot. Aber ohne Besatzung. Es kommt näher. Ich hab doch gesagt, die wissen, dass wir da sind. Bleib unter Deck. Dass wir wissen, was das zu bedeuten hat. Ich hab dir das Leben gerettet. Sie bleibt hier oben. Hey. Was? Ihr werdet beide bleiben. Und zwar genau da, wo ihr euch jetzt befindet. Du? Du bist der Maulwurf beim FBI? Ja. Und nein. Du verdammtes Schwein! Arbeitet für beide Seiten und kassiert auf beiden Seiten. Jetzt sag nicht, du wusstest es schon länger. Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben mit Georgie. Das glaube ich einfach nicht. Die Nummer mit dem Gabelstapler war wirklich sehr originell. Finde ich auch, ja. Ich wusste ja nicht, ob es noch einen zweiten Agenten gab. Also musste alles echt aussehen. Kagel wollte, dass ich immer ganz nah bei euch bin. Du hast deine eigenen Leute auf dem Gewissen. Und Zuko. Ich weiß, es tröstet mich. Aber hätte ich es nicht getan, dann jemand anderer. Dafür bringe ich dich um. Du lässt dein Blasrohr hübsch in der Tasche, Süße. Oder du hast schneller eine Kugel im Kopf, als du Luft holen kannst. Und? Was willst du jetzt machen? Warten. Bis unser Besuch da ist. Welcher Besuch? Das Boot. Es war in den vergangenen Minuten immer näher gekommen, bis sein Kiel sanft gegen den Rumpf der Yacht stieß. Noch immer war an Deck niemand zu sehen. Okay. Wirf deine Waffen ins Wasser. Beide. Aber schön langsam. Das wird Sir James definitiv nicht gefallen. Und jetzt darf ich euch bitten, umzusteigen. Und auch das, bitte schön langsam. Nicht, dass ich noch vor Schreck einen Schuss löse. Ist ja gut. Komm. Vorsichtig. Ja, so ist Gott.
Hervorragend! Viel Spaß, ihr beiden Hübschen! Werden wir haben. So ganz allein in romantischer Umgebung. Aber ihr seid doch nicht allein! Ich schätze, du wirst Mona teilen müssen. Was? Aber es soll ja Frauen geben, denen macht das Ganze dann gleich viermal so viel Spaß. Viermal? Was meinte er damit? Ich hab da so eine Ahnung. John! Weg da! Der Zombie wankte die Stufen der Kajüte hoch. Und er war nicht allein. Viermal so viel Spaß. Diamonds geschmackloser Humor ließ darauf schließen, dass noch ein weiterer Zombie in der Kajüte lauerte. Ich tauchte unter den Armen des zweiten Zombies hindurch und rannte ihm das Kreuz gegen das Kinn. Einer ist noch in der Kajüte. Bleib hier. Die Kajüte war leer. Irgendetwas stimmte hier nicht. Diamond wusste, dass ich das Kreuz besaß. Also wusste er auch, dass die Zombies keine außergewöhnliche Bedrohung für mich waren. Der letzte Zombie. Hatte er sich an mir vorbeigeschlichen? Was ist? Wo ist er? Wer? Der Zombie. Ich dachte, deswegen hättest du... Nein. Hier! Sie hatte die Lumpen eines der beiden Zombies zur Seite geschoben. Darunter zum Vorschein kam ein Sprengstoffgürtel. Das glaube ich jetzt nicht. Der andere hat auch einen. Ein Zeitzünder. Was suchst du? Einen Countdown. Irgendwas, das uns sagt, wie viel Zeit wir... Oh, Scheiße. Runter! Runter vom Schiff! Mona! Mona! Überall schwammen Wrackteile auf dem Wasser. Dazwischen menschliche Überreste. Sie gehörten nicht Mona, sondern den Zombies. Mona! Mona! Hey, alles klar? Okay. Oh, jetzt hast du mir das Leben gerettet. Ich gehe ja jetzt quitt. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie an Land kommen. Hey, eins verstehe ich nicht. Der letzte Zombie. Vielleicht hat Diamond sich verzählt. Ja, kann sein. Mr. Carvel, hier Diamond. Haben Sie Ihren Auftrag erfüllt? Sinclair und die Frau sind Geschichte. Sehr gut. Ich bin auf dem Weg zur Insel. In 20 Minuten kann ich beim Bunker sein. Nein, können Sie nicht. Wie meinen Sie das? Ich liebe Verrat, sagte Julius Caesar. Und? Aber ich hasse Verräter. Spaß in Ihrer neuen Gesellschaft, Mr. Diamond. Sir, was meinen Sie damit? Sir, welche Gesellschaft? Mr. Kagel? Sir? Rhonda LaSalle, die selbsternannte Erbin der Voodoo-Königin Marie Laveau, stand inmitten eines kahlen, nur von grauen Betonwänden begrenzten Raums. Hier pflegte Damien Kagel seine Gäste zu empfangen. Nur, dass niemals Gäste hierher nach Voodoo-Land kamen. Höchstens Opfer. Der Bunker war der ideale Rückzugsort für den Mann, der als führende Figur der Division für zahlreiche westliche Geheimdienste und Militärs gearbeitet hatte, bevor ihn im Irak sein Schicksal ereilte. Aber Damien Kagel war zurückgekehrt. Und Voodoo-Land war die Krönung seines Schaffens. Und doch blieb Kagel rätselhaft für alle, mit denen er sich umgab. Wie Rhonda LaSalle. Mit ihrer Hilfe hatte er die Streitkräfte der Division für sich gewonnen, sie zu Zombies gemacht. Aber das war ihm längst nicht mehr genug. Er brauchte mehr Zombies. Im Gegenzug hatte er Rhonda ein verführerisches Angebot unterbreitet.
Mit seiner Unterstützung und seinen Mitteln sollte sie in die Geschichte des Voodoo eingehen. Als einzig wahre Nachfolgerin von Marie Laveau. Rhonda war zu allem bereit gewesen, um dieses Ziel zu erreichen. Aber jetzt, als sie inmitten dieser lebensfeindlichen Umgebung vor ihrem Auftraggeber stand, beschlich sie ein unangenehmes Gefühl. Komm näher. Rhonda LaSalle stand jetzt nur noch wenige Schritte von dem metallenen Gebilde entfernt, das wohl einem Schreibtisch nachempfunden war. Aber darauf befand sich nichts. Kein Bildschirm, keine Tastatur, kein Stift oder Papier oder sonstige Arbeitsmaterialien. Damien Cargill saß dahinter. Allerdings war der Raum so ausgeleuchtet, dass für Rhonda nur eine Silhouette zu erkennen war. Da bist du ja endlich, Rhonda. Jemand hat uns aufgehalten. Sinclair. In diesen Sekunden wartet er im flachen Wasser einer der Buchten auf der Nordseite an Land. Sinclair ist hier? Mit deiner Helferin Mona. Oh, ich werde sie töten. Du hast Mona unterschätzt. Du hättest wissen müssen, wie sehr sie dich hasst. Ich werde es wieder gut machen. Wo befindet sich der Helfer des Geisterjägers? Auf dem Berg. Auf dem Opferplatz. Wie von dir befohlen. Dann kann die Zeremonie wie geplant stattfinden. Und die ganze Welt wird Zeuge sein. Das gefällt mir. Du siehst, du kannst dich auf mich verlassen. Ja. Sag mir, was ich tun soll. Du wirst John Sinclair auflauern und gegen ihn kämpfen. Persönlich. Das ist mein fester Wille. Dein Wille wird dafür nicht mehr nötig sein. Aber... Ich dulde kein Versagen. Was mit dir geschieht, hast du dir selbst zuzuschreiben. Rhonda biss sich auf die Lippen und schmeckte Blut. Es war stockfinster um sie herum. Sie wusste nicht, wie viele von ihnen hier unten waren. Sie wusste nur, dass ihre Voodoo-Kräfte nichts gegen sie ausrichten konnten. Dies waren nicht mehr ihre Diener. Es waren die Werkzeuge von Damien Cargill. Ein Biss, eine Verletzung würde sie zu einer von ihnen machen. Und sie wurden angelockt von ihrem Geruch. Nach Menschenfleisch. Oh. Wir haben es geschafft. Ja, zumindest den ersten Teil. Die Schwierigkeiten fangen jetzt erst an. Mona vor. Eine Stunde Schwimmen durch 14, 15 Grad kühles Meerwasser hatten sie ausgelockt. Zum Glück hatte die Strömung uns nicht von der Insel weggetrieben, als hätte das Schicksal gewollt, dass wir Voodooland erreichten. Das Schicksal oder Damien Cargill. Willkommen in meinem Reich, John Sinclair. Woher kam das? Da. Wir überquerten den Strand und tauchten in das Buschwerk ein. Scheinbar undurchdringlich überwucherte es die gesamte Insel. Doch da entdeckte ich einen schmalen Pfad. Da lang, komm. Nicht zu schüchtern, John Sinclair. Damien Cargill? John! Er ist allein. Sieht jedenfalls so aus. Der Zombie wankte über den Pfad auf uns zu. Ich wartete, bis er nur noch zwei Schritte entfernt war und warf das Kreuz. Meinen Glückwunsch. Du wirst deinem Ruf gerecht. Da.
Zwei Meter über uns in einem abgestorbenen Baumstamm sah ich ihn, den Lautsprecher, aus dem Damien Kagel zu uns sprach. Direkt darunter war eine Kamera angebracht, deren suchendes Auge jede unserer Bewegungen verfolgte. Ich ahne, was du vorhast. Aber das Überwachungssystem ist mehrfach redundant. Jeder Fleck auf dieser Insel wird überwacht. Was? Und drahtlos an mich übermittelt. Wenn Sie das spannend finden, empfehle ich Privatfernsehen. Folgt diesem Pfad, dann stoßt ihr auf einen Schott. Das ist der Eingang zu meinem unterirdischen Reich, in dem ihr sterben werdet. Und wenn wir keine Lust haben? Bist du so weit gereist, um das finale Spektakel zu verpassen? Aber selbst wenn, ich besitze Mittel und Wege, euch zu überreden, herzukommen. Sie traten aus dem Buschwerk zu allen Seiten. Zombies. Aber sie griffen nicht an, sondern bildeten eine Art Spalier. Kommt nur, meine Vögelchen. Ich warte schon auf euch. Scotland Yard. Im Büro von Superintendent Sir James Powell. 12.29 Uhr Greenwich-Zeit. Powell hier. General Preston, US Air Force Base Kessler, Bundesstaat Mississippi. Colonel Maynard von der British Army bat mich, Sie zu informieren. Gibt es Neuigkeiten? Von John Sinclair? Er hat New Orleans verlassen und ist mit einer Yacht auf das offene Meer gefahren. Satellitenaufnahmen zeigen mehrere Explosionen vor einer Küste südlich von Horn Island. Also hat er Voodooland erreicht? Darauf können wir uns nicht verlassen. Wir bombardieren Punkt 9 Uhr Central Standard Time. Das ist in 2,5 Stunden. Geben Sie ihm mehr Zeit, General. Es tut mir leid, Sir, aber das zu entscheiden liegt nicht in meiner Macht. Rhonda spürte Wut und Verzweiflung. Zum zweiten Mal an diesem Tag fühlte sie sich verraten. Aber anders als bei Mona war sie nicht überrascht. Es hatte irgendwann so kommen müssen. Und sie hatte sich darauf vorbereitet. Die Beretta des Geisterjägers John Sinclair. Im Mündungsblitz erkannte sie die Fratze des ersten Zombies, der auf sie zuwankte. Sie hatte nur die Schulter getroffen. Aber die Wirkung trat trotzdem ein. 4 oder 5 weitere lebende Leichen hatte sie gezählt. Die Patronen im Magazin würden ausreichen, wenn sie ihre Ziele nicht verfehlte. Noch 2. Den letzten Zombie hatte sie nur im Augenwinkel gesehen. Wie viele Kugeln hatte sie noch? Sie hatte nicht mitgezählt. Der Gedanke, dass sie mit dem nächsten Schuss vielleicht treffen musste, ließ ihr Herz rasen. Hier muss es sein. Wo? Ich sehe nichts. Da. Eine versteckte Öffnung in der Felswand. Der Fels wich zurück und gab den Eingang frei. Tretet ein! Dann können wir uns endlich von Angesicht zu Angesicht unterhalten. Halt. Warte. Ich habe immer noch mein Blasrohr. Dass dir nichts nützt gegen die Zombies. Sie waren auf der Lichtung vor dem Eingang stehen geblieben und hatten eine Art Halbkreis gebildet. Keine Sorge. Sie werden euch nicht angreifen. Wenn ihr tut, was ich euch sage. Wo ist mein Partner? Reden wir ein bisschen von Mann zu Mann. Dann wirst du es erfahren. Also gut. Hinter dem Schott erstreckte sich ein Gang, der von Neonröhren erleuchtet wurde. Am Ende führte eine Treppe weiter nach unten. Dann noch ein Gang. Es musste sich um eine riesige Anlage handeln. Wer hatte sie erbaut? Wie funktionierte die Energieversorgung? Dank Mr. Diamond weiß ich, was das Militär vorhat. Aber keine Sorge. In diesem Bunker seid ihr vor den Bomben sicher. Und ihre Zombie-Armee draußen? Meine Geschöpfe sind austauschbar. Gerade eben habe ich wieder einen neuen lebenden Leichnam rekrutiert.
Ihr werdet ihn gleich zu Gesicht bekommen. Wir hatten einen Durchgang erreicht. Der Raum dahinter war in schattenhaftes Licht getaucht. Am hinteren Ende befand sich eine Art Schreibtisch. Und dahinter Damien Kage. Kommt näher. Die Stimme klang immer noch blechern, wie aus einem Lautsprecher. Nur keine Angst. Ich beiße nicht. Gratuliere. Du bist der Erste, dem es ohne meine Hilfe gelungen ist, die Insel zu betreten. Und was für eine hübsche Begleitung du da mitgebracht hast. Gib mir Rhonda, oder du stirbst. Eine giftige kleine Wildkatze. Selbst ohne das Blasrohr, das sie in ihrer Tasche versteckt trägt. Wissen Sie, was ich mich frage, Kage? Die Zombie-Attacken, diese Insel, dieser immense Aufwand. Da muss ein echtes, persönliches Problem dahinter stecken. Was du nicht sagst. Hat die Division sie verraten? Haben ihre Auftraggeber sie verraten? Ich war für sie im Einsatz. Ah. Ja. In Ruanda, in Myanmar, in Afghanistan, in Irak. Ich habe die Welt gesehen, wie sie wirklich ist. Ah. Und ich wäre bereit gewesen, mein Leben für meine Auftraggeber zu opfern. Stattdessen opferte ich es ihrer Dummheit. Was ist passiert? Ein Hinterhalt im Norden von Mali. Oh. Eine Operation, um die französische Armee zu unterstützen. Zwar gab es eine Anschlagswarnung, aber man entschied, unseren Konvoi nicht aufzuhalten. Keine Schwäche zeigen. Kein Futter für den Propagandakrieg des Gegners. Wie viele Ihrer Kameraden sind gestorben? Alle. Bis auf mich. Ihr Rachefeldzug macht Sie nicht wieder lebendig. Da irrst du dich. Sie waren die Ersten, die zurückgekehrt sind. Mit Rondas Hilfe habe ich die gesamte Division übernommen. Jetzt zittern die vor mir, die mich verrieten. Und sie werden noch viel mehr zittern. In dem Augenblick, in dem die Bomben fallen, werden die Bilder in alle Welt übertragen. Was? Welche Bilder? Vom Opferhügel. Ein Mann, der gekommen war, mich aufzuhalten. Ihr Mann. Sie werden zusehen, wie er im Feuer ihrer eigenen Bomben stirbt. Das können Sie nicht machen. Das ist Wahnsinn. Du willst es nicht verstehen, oder? Alles, was ich hier tue, dient einem höheren Zweck. Ob Rhonda LaSalle das auch so sieht? Tja, ehrlich gesagt war ich von ihren Qualitäten überzeugt. Aber dann hat sie einen Fehler gemacht. Wo ist sie? Ihr wollt sie sehen? Ja. Nun, dann bitten wir sie doch einfach dazu. Komm, Rhonda, komm und leiste uns Gesellschaft. So, Mona. Vorstellen muss ich euch ja nicht mehr. Ihr kennt schließlich Rhonda noch aus ihrem früheren Leben. Ich zog mir das Kreuz über den Kopf. Ach ja, das Kreuz. Ehrlich gesagt ist mir egal, ob Rhonda vernichtet wird. Auf der Insel leben noch hunderte Zombies. Und irgendeiner von ihnen wird verhindern, dass ihr den Opferplatz erreicht. Rhonda, töte sie! Rhonda musterte uns. Worauf wartest du? Tu es! Nein! Meine Beretta. Rhonda hatte sie durchgeladen und auf Kage gerichtet. Du dachtest, deine Zombies schaffen mich? Da hast du dich verdammt nochmal getäuscht. Und was willst du jetzt tun, Rhonda? Ich will dich sehen. Komm endlich hinter deinem verdammten Schreibtisch hervor. Und wenn ich es nicht tue? Rhonda ließ die Beretta fallen und sprang über den Schreibtisch. Mit beiden Händen packte sie Damien Kage und riss ihn zu Boden. Bring dich um, du verdammter Schwein! Aber da hatte ich die Beretta schon aufgehoben. Nein!
Weg da, Rhonda! Runter von ihm! Er ist es nicht! Oh, es ist bloß eine Puppe! Wo ist er? Wenn ihr mir nach draußen folgt, wird euch das Feuer der Bomben töten. Ich krieg dich, Cargo! Hörst du mich? Ich krieg dich! Halten Sie die Klappe! Er ist weg! Wenn er überhaupt hier gewesen ist. Ich bring ihn um. Genauso wie euch. Und dann werde ich... Keine Bewegung. Willst du mich erschießen? Ja, bring sie um, John. Mit einer ungeladenen Waffe? Mit einer nachgeladenen Waffe. Mein Tod nützt dir gar nichts. Doch, er würde mich glücklicher machen. Rhonda, was weißt du über diese Anlage? Es ist ein Bunker mit mehreren Ausgängen. Niemand kennt den genauen Plan, außer Kagel. Und ihr, John. Sie hat doch bestimmt irgendwo eine Yacht liegen. Oder wie bist du hergekommen, Rhonda? Gibt es so etwas wie eine zentrale Energieversorgung? Irgendwas, womit man die Kameras ausschalten kann? Ich habe Generatoren gesehen. Oben auf dem Hügel, hinter der Abbruchkante. Der Süden der Insel besteht aus Steilküste. Nur an einer Stelle, am Opferplatz. Auf der einen Seite liegen die Generatoren. Aha. Auf der anderen geht es runter in die Bucht. Zu ihrer Yacht. Sie will sich absetzen, John. Und wir sollen auf dem Opferplatz verrecken. Mona, du gehst runter zur Bucht und machst die Yacht startklar. Rhonda und ich kümmern uns um Suko. Aber die Zombies. Oh, keine Sorge, Schätzchen. Die meisten von denen dürften jetzt oben sein. Auf dem Opferplatz. John! Du hast Kagel doch gehört. In einer Stunde fallen die Bomben. Wir können da nicht raus. Wenn wir in einer halben Stunde nicht da sind, brichst du auf. Du musst über den 12-Meilen-Radius hinaus, verstehst du? Ja. Dann los. Rhonda und ich legten den Weg zum Opferplatz im Laufschritt zurück. Eigentlich Wahnsinn bei den Gefahren, die im Unterholz lauern konnten. Aber wir hatten im wahrsten Sinne des Wortes keine Zeit, uns darum zu kümmern. Rhonda machte keine Anstalt, mich aufs Kreuz zu legen. Ihr einziges Ziel war, Damien Kagel zu töten. Der Weg stieg zunächst nur sanft an. Trotzdem klopfte mein Herz. Überall Kameras. Und immer wieder prüfte ich mit schweißnasser Hand, dass sich die Ampulle mit dem Gegenmittel noch in meiner Tasche befand. Aber würde auch Suko da sein? Und würde ich noch rechtzeitig vor seiner Verwandlung bei ihm eintreffen? Da vorne ist es. Vor uns öffnete sich der Pfad zu einer Lichtung. Ein Areal von der Größe eines Tennisplatzes, das an zwei Seiten von einer Steilkante begrenzt wurde. Ich sah auf die Uhr und hatte das Gefühl, als würde mir jemand Eiswasser in den Nacken gießen. Wir hatten über eine halbe Stunde gebraucht und das bedeutete, wir würden es nicht mehr rechtzeitig von der Insel wegschaffen. Ich dachte an Mona. Hoffentlich befand sie sich bereits auf dem offenen Meer. Da hinten! Da geht es runter zur Bucht! Die Zombies hatten sich um eine Art Opferaltar geschart. Eine Holzkonstruktion von ungefähr 3 Yards Höhe, die angesichts unserer letzten Erlebnisse merkwürdig altmodisch anmutete. Ist das ein Voodoo-Ritual? Nein. Was immer Kagel hier vorhat, es hat nichts mit Voodoo zu tun. Da war ich mir nicht so sicher, denn auf dem Altar lag Suko. Um ihn herum waren Pfeiler aufgestellt, an denen Kameras angebracht waren. Und dann sah ich die Gestalt vor dem Altar. Mit schweren Schritten erklomm sie ein Podest vor dem Altar, sodass sie den gesamten Platz überblicken konnte. Verdammt, ist das... Ja, das ist Damien Kagel. Oh nein. Ja? Haben Sie den Fernseher eingeschaltet? Was? Sie können auch die Internetseiten der wichtigsten Tageszeitungen aufrufen. Die Übertragung läuft auf allen Kanälen. Verdammt, das ist Suko. Können Sie lokalisieren, wo das aufgenommen wird? Unsere Leute sind sicher, dass es sich um Voodoo Land handelt. Sir James' Blick fraß sich förmlich an dem Opferaltar fest und an der Gestalt, die in diesem Augenblick das Podest betrat und fast das gesamte Bild einnahm. Himmels Willen! Was ist das? Er stand vor uns, Damien Kagel. Und ich musste erkennen, dass all meine Überlegungen, dass Kagel seinen Tod vielleicht nur inszeniert hatte oder dass er selbst vom Voodoo-Kult profitiert und sich in eine Art intelligenten Zombie verwandelt hatte, komplett falsch gewesen waren.
Damien Kagel lebte, und doch war er tot. Er war ein Mensch und doch etwas anderes. Er war eine Menschmaschine, ein Cyborg. Metallplatten glitzerten wie Echsenschuppen und waren teilweise mit dem riesenhaften, massigen Körper verwachsen, der nur noch entfernt menschlich wirkte. Es ist soweit, John Sinclair. Tritt näher! Oder hast du etwa geglaubt, ich hätte nicht bemerkt, dass du hier bist? Wir verließen unsere Deckung und die Zombies bildeten eine Gasse. Mutig von euch, den Bunker zu verlassen. Oder glaubt ihr etwa, eure Freunde werden die Bombardierung euretwegen verschieben? Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, ein Menschenleben gilt einer westlichen Regierung gar nichts. Zumindest wird man live zusehen können, wie sie und ihre Horden zur Hölle fahren. Wenn du dich da mal nicht täuschst. Dieser Körper hält mehr aus, als auf den ersten Blick möglich erscheint. Nicht nur Technik hat ihn erschaffen, auch Voodoo-Magie. Es gibt kein Beispiel für das, was ich bin. Ich bin einzigartig. Na und? Ist mir scheißegal, ob du einzigartig bist. Ich werde dich trotzdem umbringen. Ihr werdet Mr. Zuko auf dem Altar Gesellschaft leisten. Nur über meine Leiche! Wenn du darauf bestehst, tötet sie! Die Zombies rückten auf Rhonda zu. Sie wusste, dass sie nicht flüchten konnte. Also versuchte sie es mit einem letzten Mittel. Ida-mi-ya-ho. Ich habe gesagt, tötet sie! Und tatsächlich, die Zombies zögerten. Als würden sie sich daran erinnern, wer sie einst zum Leben erweckt hatte, richteten sie sich neu aus, wie Späne in einem Magnetfeld. Auf ein neues Zentrum, einen neuen Befehlshaber. Rhonda LaSalle. Die Voodoo-Königin stand auf und hob die Arme. Ein Messer. Damien Kagel war hinter Rhonda getreten und hatte es mit geradezu mechanischer Präzision geworfen, sodass die Spitze in Rhondas Nacken gedrungen und vorn an der Kehle wieder ausgetreten war. Wenn man nicht alles selber macht. Die Voodoo Queen war tot. Und die Zombies sammelten sich wieder um ihren neuen, alten Meister. Das ist schon viel besser. Ohne Queen kein Voodoo. Wer beschafft ihnen jetzt ihre Zombies? Ich komme mit dem bestehenden Material gut aus. Da wäre ich mir nicht so sicher. Keine Bewegung. Wie viele Kugeln sind in dem Magazin? Ich habe ein bisschen Ersatz dabei. Und trotzdem bist du tot. Bevor du auch nur eine Handvoll meiner Helfer vernichtet hast. Nicht, wenn es sie zuerst erwischt. Du willst es einfach nicht begreifen, John Sinclair. Dies ist meine Mission. Mein Kampf. Ich führe ihn nicht, um ihn zu überleben. Was wollen Sie damit sagen? Also gib mir die Waffe. Na los! Wirf sie rüber. Ein Wort von mir. Und dein Partner stirbt. Sehr schön. Und jetzt geh zum Altar. Na gut. Ich gehorchte und die verdammten Kameras folgten jedem meiner Schritte. Was soll das werden? Eine weltweite Demonstration? Die Einschaltquoten durften jetzt schon traumhaft sein. John Sinclair, der neue YouTube-Star. Was jetzt? Jetzt darfst du zusehen, wie dein Partner zu einem von ihnen. Wenn du so lange überlebst. Holt ihn euch! Die Zombies wankten in meine Richtung. Ich wich zurück, bis ich Zuko in meinem Rücken spürte. Er lag genauso leblos da, wie ich ihn im Hotel gesehen hatte. Auf Nimmerwiedersehen, John Sinclair! Das Gegenmittel. Ich zog die Ampulle heraus und öffnete sie. Quälend langsam quoll die zähe Substanz heraus und benetzte Zukos Lippen. Wie viel Zeit hatte ich, bevor die Zombies mich erreichten? 3-4 Sekunden höchstens. Oh mein Gott, die Tropfen rollten über seine Zunge. Zuko! Hey, Kumpel, hörst du mich? John! Sind wir schon da? Okay, mach die Augen zu, dann wird's nicht so grell. Der erste Zombie griff nach mir und ich hob das Kreuz. Terra pestem tenetum!
Salus hic maneto! Weiße Strahlen schossen aus dem Kreuz und breiteten sich wie ein Kranz über die Lichtung aus. Der Energieausbruch fegte die Zombies zurück. Ihre Körper zerknickten die Pfeiler mit den Kameras wie Strohhalme. Damien Kage verbrannte. Der Mann, der die Division zerstört hatte, war tot. Und Voodooland war Geschichte. Allerdings lief ich nicht gerade Gefahr, von Trauergefühlen übermannt zu werden. Zuko! Hey, Kumpel, bist du wieder da? Wo sind wir eigentlich? Okay, komm hoch, schnell! Ich hiefte mir meinen Partner über die Schulter und rannte zum anderen Ende der Abbruchkante. Hinter mir, im Norden, konnte ich bereits die Silhouetten der Jagdbombe erkennen. Und 40 Yards unter mir die Wellen. Und die Yacht. Verdammt, Mona! Wieso hatte sie sich nicht in Sicherheit gebracht? Okay, Zuko. Bereit? Mach sie fertig, George. Das fasse ich jetzt hier auf. Ja. Ja. Ich packte das Fallreep, das Mona ausgeworfen hatte, und zog Zuko und mich nach oben. Verdammt, Mona, was soll das? Ich hab dir doch gesagt. Ich wollte nicht einfach abhauen. Das war wirklich idiotisch. Aber, John, sind das da hinten die Bomber? Gibt es hier an Bord ein Telefon? 77, noch 20 Sekunden. Bereit machen zum Abwurf, Sergeant. Bereit zum Abwurf, noch 15 Sekunden. So? Einen Moment, Sergeant. Ja? Ich habe Nachricht von John Sinclair. Damien Kagel ist tot. Was? Ist das absolut sicher? Soll ich es nochmal wiederholen? Brechen Sie ab, General. Brechen Sie ab. Verstanden. Abbruch, Sergeant. Mission abbrechen. Bestätigen Sie, Sir. Deaktivieren. Sofort. Verstanden, Sir. Zünder deaktiviert. Wie lautet Ihr Befehl? Drehen Sie um. Kommen Sie verdammt nochmal nach Hause. Als die Jagdbomber über uns hinwegrasten, schloss ich die Augen. Und öffnete sie wieder. Die Insel war immer noch da, unversehrt, so wie wir. Und was heißt das jetzt? Das heißt, du fährst uns jetzt ganz gemütlich nach New Orleans. Und ich sehe in der Zwischenzeit bei Zuko in der Kajüte nach. Wird Zeit, dass er seine zweite Mahlzeit kriegt. Die Rückfahrt verlief ein wenig entspannter als die Hinfahrt. Und so nutzte ich die Zeit, um Zuko zu versorgen und Sir James zu beichten, dass die Mission tatsächlich, bis auf eine winzige Kleinigkeit, erfolgreich abgeschlossen war. Sie haben 4 Schusswaffen verloren? Und eine wiedergefunden. Macht unterm Strich ja bloß -3. Nun gut. Ich werde ein Auge zudrücken, weil Sie außergewöhnlich gute Arbeit geleistet haben. Sehen Sie zu, dass Zuko und Sie heil zurück an Land kommen. Natürlich. Die Rückflugtickets liegen im Riverside Hotel für Sie bereit. Oh, das wird leider nichts, Sir. Wir haben hier noch etwas zu erledigen. Was? Wir müssen doch die Johannisnacht nachholen. Eine gemütliche kleine Feier im Schein der Opferkerzen. Haben Sie immer noch nicht genug von diesem Voodoo-Zeug? Stilecht auf dem St. Louis Cemetery Number 1. Sie haben doch bestimmt Easy Rider gesehen, oder? Sie reden aber nicht etwa von Sonderurlaub, oder? Und wenn's gut läuft, feiern wir gleich durch bis Mardi Gras. Das wird ein Spaß. Jetzt reicht's. Sie kommen auf dem schnellsten Wege zurück nach London. Sir? Hallo? Sir? Sir, die Verbindung ist gerade schlecht. John? Sir? Ich kann Sie gar nicht mehr hören. Hören Sie mich, John? Es tut mir echt leid, aber... Verdammt, was ist denn da los? So ein Pech aber auch. So. Ich schnappte mir einen Stuhl an Deck, um die Vormittagssonne zu genießen und dachte an das, was hinter uns lag. Die Begegnung mit einem Doppelagenten des FBI, einer Voodoo-Königin, ihrem halbnackten, blutrünstigen Voodoo-Meister, einem untoten, durchgedrehten Cyborg, der einen Bunker auf eine einsame Insel gesetzt hatte, um darin eine Zombie-Armee zu verstecken? Ach ja, und nicht zu vergessen, eine Verschwörung, in die sämtliche Regierungen der westlichen Welt verstrickt waren. Ich beschloss, sollte ich irgendwann einmal auf den dummen Gedanken kommen, meine Memoiren zu veröffentlichen, so war diese Geschichte so verrückt und absurd geraten, dass sie ganz sicher den Platz einer Sonderedition darin einnehmen würde.
Okay, Aufnahme läuft. Und bitte. Flammen schlugen aus dem zerfetzten Tank und aus dem Führer für Röschen. Mit schweren Schritten erklomm sie ein Podest, das dem Altar angegliedert. Angegliedert war. John, alles. Jetzt hat er plötzlich 150 Kilo gewogen. Die Beretta des Geisterjägers John Sinclair. Im Mündungsblitz, Blitz. Sie wollen, dass ich Ihnen helfe, Ihren Freund zu retten. Dann will ich, dass Sie mir helfen, meine Rache. Er zog ein Messer und entblößte Sukos linkes Bein, linken Fuß. Sie wollen, dass ich Ihnen helfe, Ihren Freund zu retten. Dann will ich, dass Sie mir helfen, meine Rache. Das ist in 2,5 Stunden. Geben Sie mir mehr Zeit, General. Nee, ihm. Auf Horn Island gibt es eine kleine Forststation. Und auf Petit Bois Island wuchs mal ein paar Bäumche. Bis Katrina die weggerissen hat. Oh, das Schwein ist erledigt. Danke. Ja, danke. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Mona. Ich bin besoffen. John! Hier! Da! Ich kann nichts machen. Nein, ich konnte nichts machen. Da kam eine Lanze geflogen. Sehen Sie zu, dass Zuko und Sie heil zurück an Land kommen. Die Rückflugtickets liegen im River. Die Rückflugtickets liegen im Riverside, das geht besser. Keine Sorge, Kleiner. Erstmal ficken wir sie wieder zusammen, dann knöpfen wir uns die Queen vor. Warten Sie! Ich dachte, Colonel Maynard war nur eine Kontaktma... Nee. Mona, du gehst runter zur Bucht und machst die Yacht startklar. Rhonda und ich kümmern uns um Zuko. Entschuldigung.